Das sind natürlich alles exemplarische Kämpfe, wo man Stück für Stück den Rechtsstaat an die Wand bringt. Das steht da auch schon. Das Gericht befand, dies sei ein Verstoß gegen Treue und Glauben, in dem Fall immerhin, denn schließlich hätten die Eltern der Minderjährigen zuvor der Koedukation zugestimmt. Dasselbe Gericht, zuständig für NRW, wo nicht nur besonders viele Musliminnen und Muslime leben, sondern das auch eine Hochburg der Islam- und Islamistenverbände ist. Also dasselbe Gericht hatte bereits am 20. Mai 2009 in einem anderen Urteil festgestellt, muslimische Mädchen, Zitat, im Grundschulalter haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Befreiung vom koedukativen Schwimmunterricht. In diesem Fall ging es um eine 9-Jährige und so weiter, Burkini, ich lese nicht den ganzen Absatz vor, dasselbe. So, immerhin sieht das nordrhein-westfälische Schulministerium inzwischen, und das war nicht immer so, steht das inzwischen hinter Schulleiterinnen, die sich gegen diesen Versuch, den Mädchen die elementarsten Rechte zu rauben, zur Wehr setzen. Und es kommentierte die Entscheidung des Münsteraner Gerichtes mit den Worten: Es wäre ein Zeichen falsch verstandener Toleranz, wenn die Teilnahme muslimischer Schülerinnen und Schüler an Schulveranstaltungen in das Belieben islamischer Verbände gestellt würden. Auch ein interessanter Satz für die Universität. Umso erstaunlicher die Handreichungen aus dem Jahr 2008 des NRW-Integrationsministeriums. Das hat ja inzwischen die Spitze gewechselt. Wir werden mal sehen, wie das weitergeht. Da ist ja inzwischen eine Frau aus dem muslimischen Kulturkreis, die vielleicht sehr gut auch aus eigener Erfahrung weiß, wovon hier die Rede ist. Also diese Handreichungen behaupten, islamische Gebote seien religiöse Pflicht für alle Muslime und Eltern. Die ihren Töchtern den Schwimmunterricht untersagen wollen, halten sie für ganz besonders liebevoll. Also das ist diese Fremdenliebe, die ich eben erwähnte. Wir können darüber vielleicht noch lachen, aber für die unter Druck stehende Mehrheit der Musliminnen und Muslime ist das gar nicht komisch. In diesen vom Innenministerium veröffentlichten Handreichungen wird behauptet, die Religionsfreiheit habe Vorrang vor dem staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Es sind ja viele Professoren heute hier, also Vorsicht. Und der koedukative Sportunterricht wird als problematisch, Zitat, aus religiösen Gründen bezeichnet. Wir sprechen von einer Broschüre eines nordrhein-westfälischen Ministeriums für Integration. Ja, führe es gar nicht weiter aus. Aber wir sehen, das geht auch weit. Und ich möchte noch auf eine Person, die Sie vielleicht mal im Fernsehen gesehen haben, eingehen. Das ist der Rechtsprofessor Rohr. Der wird immer gerne befragt im Fernsehen und eingeladen und zitiert. Da sagt man, das ist ein Professor, Professor Matthias Rohr, der hat sich besonders damit beschäftigt und ist Islamwissenschaftler und Jurist. Und der wird uns jetzt mal sagen, was davon zu halten ist. Ich möchte Ihnen mal andeuten, was ich von Herrn Rohr halte. Dieses Paper, das ich eben erwähnte, wurde auch von Professor Rohe mitverfasst. Herr Rohe hat nach eigenen Angaben die Jahre 1978-79 in Saudi-Arabien als Koch gearbeitet. Seit Mitte der 70er Jahre bereist er regelmäßig islamische Länder in aller Welt und hat von 1981 bis 1989 Recht in Tübingen und Damaskus studiert. Er gilt heute in Deutschland vielen als der juristische Experte für die Anwendung bzw. Vereinbarkeit des islamischen Rechts, also der Scharia, mit dem deutschen Recht und gibt sich an etlichen Punkten auch durchaus kritisch inzwischen. Wie das islamische Recht, das gerade auch das Familienrecht, das Frauen völlig entrechtet und nachdem Frauen Unmündige sind, irgendwie vereinbar sein könnte mit unserem Recht, ist mir nicht nachvollziehbar. Professor Rohe jedenfalls erklärte noch vor einigen Jahren in der Frankfurter Rundschau
Kritiklos, Zitat, in Deutschland wenden wir jeden Tag die Scharia an. Wenn Jordanier heiraten, dann verheiraten wir sie nach jordanischem Recht. Die Menschen haben in diesen privaten Verhältnissen Entscheidungsfreiheit. Die Entscheidungsfreiheit bedeutet die völlige Entrechtung der Frau. Ein Vortrag Rohes von März 2003 resümierte die Bundeszentrale für politische Bildung mit den Worten, dass auch die Scharia Recht sei und im Wesentlichen dieselben Funktionen erfülle wie die Rechtsordnung westlicher Gesellschaften. Aus westlicher Sicht bereite das Rechtsverständnis der Scharia keine größeren Probleme. Also das ist die Auffassung von Herrn Rohe, die von Wissenschaftlern des der Bundesanstalt für Bildung in diesen Worten zusammengefasst wurde. 2006 kritisierten Soziologen in Österreich scharf eine Muslimstudie, die der in Deutschland so hofierte Professor Rohe im Auftrag des österreichischen Innenministeriums erstellt hatte, wegen, so die Kritiker, methodischer und technischer gröbster Mängel. Das konnte aber nicht hindern, Herrn Rohe im gleichen Jahr in die Islamkonferenz zu berufen. Und 2008 hat dann Professor Rohe in Erlangen das Zentrum für Islam und Recht in Europa gegründet. Das ist seither für 48% meiner Kolleginnen und Kollegen die Referenzadresse Nummer 1. Da sehen Sie dann abends in der Tagesschau, was Professor Rohe davon hält, dass das Mädchen den Schleier tragen soll oder nicht in den Sexualkundeunterricht darf oder was auch es alles an reizenden Sachen gibt. In dem von Rohe mitredigierten Papier der Islamkonferenz werden in Ratgebermanier auch noch die letzten Spitzfindigkeiten innerhalb der rechtsstaatlichen Grenzen für muslimische Eltern ausgetüftelt, die ihren Töchtern eine gleichberechtigte Teilnahme in der Schule verwehren und auch Minderjährigen das Kopftuch diktieren wollen. Das ist das Problem, dass wir es bei den Islamisten, die ja eine politische Organisation im Weltmaßstab sind, mit einem sehr solide vernetzten, also Netzwerk zu tun haben, mit ausgetüftelten Strategien. Und denen begegnen wir im Prinzip zu Recht als Demokraten, als Rechtsstaatler und mit Toleranz. Und das schafft ein Ungleichgewicht. Zumindest müssen wir wissen, womit wir es zu tun haben. Ich habe vor ein paar Tagen im Fernsehen eine Sendung gesehen über Rechte in Sportvereinen in Ostdeutschland. Und da sind extreme Rechte, die wohl seit Jahren systematisch die Jugendvereine, Sportvereine unterlaufen. Ja, die sind einfach, die machen Abenteuer, so wie BDM war ja auch toll, Mensch, Abenteuer und für die Jungs, Hitlerjugend, toll, haben bestimmt Ältere auch durchaus legitimerweise nette Erinnerungen. Ja, war spannend, da im Wald mit der Machete rumzulaufen und Eroberung zu spielen. Und da wurde zu Recht kritisiert, wie kann es sein, dass diese Sportvereine nicht hellhöriger sind mit solchen Versuchen, Jugendliche über Sport zu verführen und in die rechten Kreise einzuführen. Dasselbe gilt selbstverständlich für Islamisten. Auch hier ist diese Hellhörigkeit nicht nur angebracht, sondern angesagt. Also wir haben gehört, wie groß der Einfluss der Scharia schon auf das deutsche Rechtssystem ist und dass der Prozess der Schariisierung des deutschen Rechtsstaates noch lange nicht zu Ende ist, das können Sie mir glauben. Und dieses schadet nicht nur uns, sondern schadet zunächst vor allem mal den Muslimen und Muslimen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich auf unser Gespräch.